ICE 3465, es ist 16:35 Uhr. Fahren werden wir auf der Strecke Lübeck Hauptbahnhof, Hamburg Hauptbahnhof mit der Baureihe 403. Und dies ist der erste Teil einer dreiteiligen Szenario-Reihe aus dem Creators Club. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Teil. Und müssen natürlich erstmal unseren Zug aufrüsten, während wir schon die Türen gar nicht mehr öffnen brauchen, wie es aussieht. Normal. Das ist klar. Bleiben wir aber auch mal nicht. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir. Die AFB brauchen wir natürlich. Da müssen wir die natürlich auf 40 setzen fürs Erste. Wir brauchen die. Oh, das ist zu viel. Die PZB und die SIFA. So, das haben wir soweit. Und dann würde ich sagen, wären wir auch schon abfahrbereit. 56 Kilometer nach Hamburg Hauptbahnhof. Wir lösen die Bremse. Und wir sagen, wir beginnen. Auf geht's nach Hamburg. Wir können uns befreien und können dann dementsprechend auch aufschalten. So, wir werden diesen Zug von Lübeck bis nach Dresden Hauptbahnhof fahren. Und zwar das Ganze in drei Teilen. Der erste Teil befasst sich jetzt damit, dass wir unseren Zug bis nach Hamburg Hauptbahnhof fahren. Und ja, ich werde dann nach und nach die Teile durchspielen und ihr seid dabei. Ich finde sowas richtig schön, wenn sowas in mehrere Teile aufgeteilt ist, in eine lange Reise mit dem einen und demselben Zug. Also finde ich richtig schön. Wir werden sehen, was uns auf dieser Fahrt alles passiert. Ich denke mal, es wird nicht so chillig bleiben, wie es gerade anfängt. Und ja, schauen wir einfach mal, was uns im Laufe der Fahrt bis nach Dresden Hauptbahnhof alles so in die Quere kommt. Wahnsinn, rote Signale und. Wir werden es erleben, ihr werdet es erleben, ihr seid mit dabei. Und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim 3, denn ich spiele das. So, dann dürfen wir gleich auch schon 140. Und diese Szenario-Reihe nennt sich Into the Night. Dies ist, wie gesagt, der erste Teil. Und ihr seht es ja, wie spät es mittlerweile schon ist, 16:38 Uhr. Also das wird sich mit Sicherheit bis in den späten Abend ziehen, bis wir in Dresden sind. Von Hamburg aus. Gleich endlich auf Reisegeschwindigkeit, so langsam 140, wie gesagt. Da wird es mit Sicherheit auch nicht mehr lange dauern, bis wir dann in die höheren Geschwindigkeitsbereiche kommen, von 160 und weiter. Und wir werden mit Sicherheit einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben auf unserer langen Fahrt von Lübeck Hauptbahnhof über Hamburg. Bis schließlich später dann nach Dresden Hauptbahnhof.
140. Schön. Die allseits bekannten Vögel. Ein RE, wunderbar. So, geschwindigkeitsmäßig scheint hier gerade nicht viel zu passieren, aber das kann ja noch kommen. Noch haben wir 49 Kilometer. Und wettermäßig weiß ich natürlich auch nicht, was so passiert. Es kann natürlich immer noch sein, dass es doch anfängt zu regnen. Ist natürlich von Region zu Region verschieden. Und weil es jetzt gerade hier trocken ist, kann es natürlich, je weiter wir Dresden kommen, das Wetter unbeständig sein. Das weiß man natürlich nicht. Von Bauarbeiten habe ich auch noch was gelesen. Und von Leipzig habe ich auch noch was gelesen. Also es wird eine lange, lange Reise. Moment, scheint erstmal nichts zu passieren. Kilometer, das ist jetzt auch nicht mehr so weit. Eine feste Ankunftszeit haben wir nicht. Also haben wir jetzt auch keinen Zeitdruck, dass wir irgendwo uns hier besonders beeilen müssen. Sondern können einfach ganz gemütlich unseren Weg machen. Sonne lacht. Das scheint dann doch schon Frühling oder Sommer zu sein, in dem das Szenario hier spielt, weil sonst wäre es doch, glaube ich, schon am Dämmern.
Schauen wir mal, wann es dunkel wird. In welchem Teil wir durchs Dunkel fahren. Ob das schon im zweiten Teil sein wird oder erst im dritten. Wir werden es sehen, ihr werdet sehen. Leider sehr wenig KI-Verkehr im Moment. Bis auf den RE haben wir leider noch gar nichts gesehen. Schauen wir mal, ob das so bleibt oder ob da vielleicht doch noch einiges an Verkehr aufkommen wird. Das hoffe ich doch zumindest. Das würde dem Ganzen so ein bisschen Würze geben, anstatt dass wir hier so verloren durch die Lande fahren. Ich denke mal, dass wir so 17.05 da sein werden in Hamburg. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Schätze ich jetzt mal. Also noch eine gute Viertelstunde bis 20 Minuten. Es sei denn, wir dürfen jetzt in nächster Zeit noch etwas schneller fahren. Dann könnte es vielleicht sogar ein bisschen früher werden. Ein schöner Güterzug mit der Diesellok da vorne. Wunderbar. Endlich mal wieder was. Und dann sowas Seltenes. Sehr, sehr nice. Aber es bleibt nach wie vor bei 140. Übrigens, falls noch Interesse besteht an einer Kooperation mit meinem Kanal, meldet euch gerne entweder per Instagram trainspotter-gamer40j, alles klein, oder unter dem Post, den ich in der Community geschrieben habe, beziehungsweise gepostet habe. Meldet euch, wenn ihr Bock drauf habt. Wir besprechen dann die weiteren Details privat und ja. Wenn ihr Bock auf eine Kooperation habt, meldet euch. Ich bin auf jeden Fall interessiert an euch. Ja, wir werden uns mit Sicherheit einig. Es sind gleich noch 30. Dann sind wir in Hamburg. Den V5 haben wir jetzt. Ja, 5 Uhr könnte knapp werden, aber so 5 nach 5 sollte drin sitzen, wenn jetzt nicht was Großartiges schief läuft hier. Man weiß ja nie.
Eieiei, ist aber gut was los. Die warten wohl auf den, alle auf den Nahverkehr. Oh, es tut sich mal was am Geschwindigkeitshimmel. Und zwar in Form, dass wir langsamer werden dürfen müssen sollen. Ich hätte eigentlich die andere Seite begrüßt. Aber ja, dem ist dann halt so. Dann müssen wir gleich mal runter auf 110. Wettermäßig sind wir auf jeden Fall noch gut dabei. Ist auf ein paar Schleierwolken, aber so sieht es bei uns auch aus. Ah, wobei, weniger Schleierwolken. Bei uns sind weniger Schleierwolken und mehr Sonne. Ein richtig schönes Frühlingswetterchen, muss man einfach so sagen. Ich sollte jetzt mal hier doch langsamer werden. So, ganz langsam. Das wäre jetzt aber auch, habt ihr das gesehen? Ich habe einfach mal so auf den AFB-Knopf runter auf 110, das war jetzt wirklich Zufall, dass ich das genau so hingekriegt habe. Mit der Taste F, das war jetzt nicht gewollt, sondern einfach, ich habe einfach drauf gedrückt und ja, dann sind die 110 dabei rausgekommen. Das schafft man auch nicht immer. Das war jetzt Zufall, dass das genau auf 110 gekommen ist. Aber ja, sowas darf dann auch mal passieren. Gleich 90. Auch das war. Vielleicht kann ich es doch. Wer weiß. So, was steht da? Eine Baureihe 185 mit ihrem Autogüterzug hinten dran. Gut, Autozug. Güterzug sage ich nicht, ich sage Autozug. Mit ihrem Autozug. Sehr, sehr nice. So, jetzt sind wir endlich wieder 160. Endlich können wir ein bisschen schneller fahren. Auf geht's. Das war takt zu viel, so. Das ganze Reden macht lustig. Steuerwagen voraus. Mit einer 143 hinten dran. Aber bitte. Oder war das nur 112? Kann natürlich auch sein. Die fahren ja auch im Norden hier rum. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr erkannt habt, was das war. Es war auf jeden Fall eine 143 oder 112. Sowas. Eine von den beiden. Die dort schiebend tätig war. Ich würde sagen, nach dem Bahnsteig machen wir dann die AFB runter auf 120. Und bitte.
jetzt eh nur ein kleiner kurzer Moment. Dann dürfen wir wieder 160. Also bei uns ist hier wieder der Teufel los heute. Martinshorn an einem Stück, also Wahnsinn. Kaum ist es mal ein bisschen wärmer und die Sonne scheint, ist irgendwie wieder, ja, weiß ich nicht, Teufel los, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kommen hier einige in Hitzeschock oder ich habe keine Ahnung, was hier wieder los ist. Ist jetzt schon der dritte oder vierte Mal und wir haben jetzt gerade mal 1:15. So, 80 Kilometer noch. So, 17 Uhr wird mit Sicherheit nichts. Dann denke ich eher, es wird 10 nach. Unaufhaltsam nähern wir uns dem Hauptbahnhof von Hamburg. Auch ein wunderschöner Hauptbahnhof. Kann ich nur jedem empfehlen, dem Ganzen einen Besuch abzustatten, während wir uns hier ein Güterzug entgegenkommt. Oh, da ist die freie Fahrt dann auch schon vorbei, würde ich sagen. Jetzt wird es aber kritisch. Jetzt wird es aber kritisch. Und ich habe es eingangs gesagt, es wird eine lange Reise. Und ich habe mich zu viel versprochen. So, unter 45, das haben wir. Das nächste rote Signal. Ey, das wird noch eine lange Fahrt, die 13 Kilometer. Das kann ich euch versprechen. So, grün.
heißt, wir bleiben auf jeden Fall mal 80. So, mal glaube ich wieder aufschalten. Also ihr seht, das wird auf keinen Fall langweilig. Und das, wie gesagt, das ist der erste Teil. Wir fahren bis Dresden. In drei Teilen, also das wird mit Sicherheit eine lange, interessante Reise. Da ist das nächste quittierpflichtige Signal. Ach, ich war zu schnell. Ja, das war klar jetzt. Das war klar. Ich war unter über 62. Ja. Das war klar. Zug der Einflüsse. So, jetzt haben wir grün. Aber das nächste rote Signal wartet schon. Das nächste rote Signal wartet schon auf uns. Also wir sind noch lange nicht in Hamburg. Das wird noch eine lange Fahrt. Ich würde mich gerne befreien. Warum geht das denn nicht? Ist alles zu spät. Oh nee. Was ist jetzt hier Phase?
können es nicht mehr befreien. Nee, ist kaputt hier. So, dann sind es noch. Irgendwie haben wir die PCB kaputt gemacht. Wir können das nicht mehr befreien. Warum auch immer, aber ja, okay. Ist dann halt so. Bleiben wir einfach mal bei 80. Ich glaube, da machen wir jetzt nichts verkehrt. Wir können uns einfach nicht mehr befreien. Ich weiß nicht warum. Also ihr seht, wir können es nicht mehr befreien. Da wir ja keinen festen Fahrplan haben. Oh, seht mal, was da kommt. Das sieht doch geil aus. Wunderschön. Es ist auch egal, ob wir jetzt hier mit 80 rumfahren oder auch nicht. Jetzt gleich eh nur noch 100. Jetzt haben wir gleich erstmal wieder rot. Das heißt, sollten wir ganz schnell langsamer werden. Noch stehen bleiben brauchen wir noch nicht. Haben wir noch ein bisschen Zeit für. Aber wir können uns noch ein bisschen an das rote Signal ranrobben. So, SIFA. PCP wachsam gedrückt. So, es ist wieder grün. Aber ihr seht selber, die Geschwindigkeit da oben nimmt noch ab. Jetzt können wir wieder aufschalten. Da 45 können wir, sollen wir bleiben, das sind wir ja. Machen wir aber gleich wieder rot. Also das wird mit Sicherheit richtig interessante drei Teile. Der erste ist schon mal der Anfang. Zum Ende hin auf jeden Fall mit vielen roten Signalen und. Das wird eine Fahrt bis Dresden, die hat sich Witz in sich haben. So viel kann ich euch versprechen. Das wären sehr interessante drei Teile. Oder zumindest jetzt noch zwei Teile. Der ist ja jetzt hier schon bald zu Ende. So, 60 dürfen wir immerhin gleich. SIFA sollten wir drücken. Einflüsse.
wieder rot. Also wir sind noch lange nicht in Hamburg. Auch wenn es nur noch 2,5 Kilometer sind. Aber bis wir am Hauptbahnhof sind, es wird ein bisschen dauern. Ich habe 10 nach 5 gesagt. Ich korrigiere auf 20 nach. Bis jetzt hier so weitergeht. So, jetzt stehen wir erstmal. Dann können wir mal kurz den Fahrdienstleiter fragen. Gut, das hat sich dann auch erledigt. Dann warten wir mal, was passiert. Mal so ein bisschen schauen, weswegen wir rot haben. Hier ist unser Fahrweg. Ah ja, da tut sich was. Ihr seht's. Das ist der Grund. Da bahnt sich ein Gegenzug an auf unserem Fahrweg. Und deswegen haben wir rot. Das ist logisch. Der wird sich jetzt natürlich stehen. Wo sind wir denn? Oben, oder? Ja, da. Es wird natürlich noch ein ganzes Stück dauern, bis der mal da ist. Weil der bewegt sich immer noch auf unserem Fahrweg. Könnte ein Güterzug sein. Von der Länge her? Nö. Wird wohl auch ein ICE sein. Der Triebkopf ist... Ja, oder? Ein IC. Weil die Waggons haben alle dieselbe Form. Das wird ein IC sein. Oder ein RE. Lass uns gleich überraschen, der wird ja jetzt gleich hier bei uns auftauchen. Und wird sich dann wahrscheinlich hier lang fahren, ja. Oder hier. Warten wir einfach mal ab, was da kommt. Können wir so ein bisschen vorschauen aus dem Fenster. Ist er gleich um die Ecke biegt. Dann sehen wir es ja. Wird jetzt auch nicht mal allzu lange dauern, oder? Er müsste jetzt gleich auftauchen. Da kommt ein IC, sage ich doch. Ach, das ist jetzt, das ist nicht nur beim, das ist durch den Mod, den ich runtergeladen habe. Deshalb hat er so dunkle Spitzenlichter. Ah, das haben jetzt alle 101er. Das ist ja mal geil. Schaut euch mal an, wie die Wagen sich da an die Weiche. Das ist einfach nur ein schönes Schauspiel, oder? Wunderschön. So, da kommt er. Wenn der da gleich an uns vorbei ist, werden wir grün bekommen. Wir dürfen uns auf weiter auf. Wir haben schon grün. Dann, lösen wir die Bremse und werden weiterfahren. Bin natürlich hier, jetzt haben wir auch wieder Befreiung und schon gleich wieder. So, 40. Können wir ja schon mal ein bisschen aufschalten. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir, könnten wir uns wieder befreien endlich. Aber schon nochmal die nächste Beeinflussung. Meine Güte.
So, dass wir jetzt knapp 2 Kilometer vor dem Hauptbahnhof nur noch 40 gleich haben, ist jetzt auch nicht die große Überraschung. Sind jetzt zwar noch 1,1 Kilometer, aber was soll ich jetzt groß aufschalten? Ist doch Blödsinn. Energieverschwendung. Da können wir jetzt auch schön mit 40 da Richtung Bahnhof fahren. Das sind jetzt eh nur noch ein paar hundert Meter. Und ob ich jetzt 40 oder 50 oder 60 fahre, spielt jetzt, glaube ich, nicht mehr so die große Rolle. Weil wir, wie gesagt, keine feste Ankunftszeit haben. Und ja. Aber ihr seht, das sind keine Teile, wo man jetzt schnurstracks ohne viele große Probleme bis nach Dresden fährt, sondern das sind scheinen sehr anspruchsvolle Szenarien zu sein, die drei Teile. Und ihr könnt euch schon auf den zweiten Teil freuen, der sich dann im Laufe, entweder morgen, ich weiß es nicht, wie sich morgen mein Tag gestaltet, der 1. Mai, spätestens jedoch dann ab nächster Woche, könnt ihr dann den zweiten Teil bestaunen. Während wir uns immer weiter Richtung Hamburg bewegen, beziehungsweise in Hamburg sind wir schon, aber Richtung Hauptbahnhof. Eine Zwangse hatten wir auf dem Weg. Das war meine Schuld, ich war zu schnell. Da stand, bleiben Sie unter 62. Ich glaube, ich hatte 64 oder so drauf. Und schon wurde ich bestraft. Vollkommen recht. Absolut. Aber ansonsten haben wir das, glaube ich, ganz akkurat hier hinbekommen. Von Lübeck nach Hamburg mit unserem ICE. Sein ursprüngliches Ziel hat laut Dresden Hauptbahnhof, welches wir in 3 Teilen versuchen zu erreichen. Unser erstes Etappenziel haben wir jetzt gleich erreicht, Hamburg Hauptbahnhof. Wie und wo es dann mit dem zweiten Teil weitergeht, seht ihr dann. Mittlerweile wird es auch ein bisschen dämmiger. Kann man das so sagen? Heißt es so? Es dämmert auf jeden Fall. Also ich glaube, allzu lange wird die Sonne nicht mehr so hoch am Himmel stehen. Habe ich so das Gefühl zumindest. Ich denke mal so maximal 1-2 Stunden noch. Dann wird sie Feierabend machen wollen. Vollkommen zurecht. Könnt ihr mal zählen, wie oft ich jetzt bis zu bis zum Bahnsteig noch die Siefer drücken muss. Einmal hatten wir jetzt. Sind noch gut 750 Meter gleich, wie oft ich da noch die Siefer drücken muss. Könnt ihr gerne mal zählen. Zweimal. Einmal. Also bis ich stehe, muss ich bestimmt 4-mal die Siefer drücken. Einmal muss ich mit Sicherheit noch. Das ist das 4. Mal. So, das hätten wir. Türen entriegeln. Und dann werden wir uns mal draußen umsehen. Hier in Hamburg Hauptbahnhof.
nicht einsteigen. Das verstehe, wer will. Wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, ob wir eine Wende machen werden im nächsten Teil. Schauen wir einfach mal. Das werden wir dann, wie gesagt, im zweiten Teil sehen. Auf unserer Weiterfahrt bis nach Dresden Hauptbahnhof. Wie gesagt, das seht ihr dann alles in einem nächsten Video. Und dies war es auf jeden Fall mit dem ersten Teil von Lübeck nach Hamburg Hauptbahnhof. Finde, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ich denke, das war's jetzt hier. Sollen die Türen verriegeln? Das tun wir natürlich. Und dann schauen wir mal, was passiert. Doch, das war's auf jeden Fall mit dem ersten Teil. Wie gesagt, Medaillen gibt es im Creators Club nicht, deshalb wundert euch nicht. Das war der erste Teil von unserem oder mit unserem ICE auf dem Weg von Lübeck nach Dresden Hauptbahnhof. Erstes Etappenziel erreicht. Wie es weitergeht, seht ihr dann in einem nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Sonntag, einen schönen 1. Mai. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, macht's gut, haut rein. Bis dann, euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.